Es ist wieder mal Zeit für ein unglaubliches Buy First Guy. Horror Price Range, krasse Spieler, eventuell vielleicht so ein krasse Discard, wir wissen es nicht. Und in diesem Buy First Guy haben wir natürlich wieder Danny am Start. Danny, was geht ab? Ja, was geht ab, Leute? Pruls ist auch am Start. Junge, allein die Starspieler, die wir haben, sind respektlos. Ihr seht hier eingeblendet. Das Ding ist aber, man kann sich nicht mal freuen, dass man diesen Starspieler hat, weil wir spielen ja heute wieder Tauschmodus. Das heißt, drei Spieler werden getauscht. Am Ende, ich kann deinen Star bei mir im Team haben und dir dafür eine Gurke im Sturm geben. Am Ende, genau. Es kann viel passieren. Ey. Am Ende, man kauft die Spieler für 10 Millionen und der Gegner darf die wieder zocken. Ey. Das ist halt, dieser Modus ist schlimm. Also, ihr feiert Buy First Guy auch geistkrank. Und wir müssen erwähnen, Danny, wir haben letztes Mal bei unserem Buy First Guy bei mir das Ziel gemacht, 1000 Likes zu schaffen. Und wir hatten 2400 Likes. Das Video hat fast über 40.000 Aufrufe. Also danke auf jeden Fall für diesen geistkranken Support. Deswegen müssen wir ein neues Like setzen. Danny. Boah, auf jeden Fall wollen wir das toppen. Lass 2500. Wir gehen Step by Step. 2500 wäre, glaube ich, schon geistkrank. 2500 wäre geistkrank, Freunde. Lasst doch ein Abo da. Es fehlen wirklich nur mehr 400 Abonnenten für die 50.000. Also ihr könnt die voll machen. Ist euch überlassen. Und heute spielen wir wieder im Tauschmodus. Das heißt, drei Spieler von mir werden auf jeden Fall im Spiel in Dannys Team gehen und drei Spieler von Danny werden in mein Team kommen. Und im Endeffekt ist das dann so, dass seine eigenen Spieler ihn vielleicht auseinandernehmen. Ja, und ohne viel zu reden, gehen wir rein. Du willst dein FIFA Ultimate Team verbessern? Dann check auf FIFA unbedingt LMAXP ab. Hier findest du wirklich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code LZAL für 5% Rabatt. Mindestpreis ist auf jeden Fall 130.000 Münzen. Wir meinten letztens, wir gehen hoch. Zu Anfang, soll ich anfangen? Ja, ich überlege gerade, welche Position ich nehme. Das Krasse ist halt ehrlich, bei diesem Tauschmodus ist random. Ich dachte am Anfang, es wäre immer ein Stürmer, ein Mittelfeld, ein Verteidiger. Es können auch drei Verteidiger sein, die getauscht werden. Es können alle drei Stürmer. Das ist echt, ich glaube, nur Keeper geht nicht. Aber es ist wirklich genau. Komplett zufällig. Das Geile ist, dass sie auch dann diese Trainingsanzüge und so haben. Es ist ein bisschen anders, so ein bisschen komisch. Und wenn die ein Tor machen, zählt es doppelt. Also ihr werdet auf jeden Fall feiern. Letztens habt ihr euch das auf jeden Fall gewünscht. Ja, ich fange an mit meiner ersten Position. Ich gehe ein bisschen chilliger. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe bei diesen Buy First Guys, wie ich Chemie. Scheiß auf die Spieler. Chemie ist das A und O. Komm, ich habe meine erste Position auch direkt gesucht. Ja, Mann, ich bin ready. Aber komm, ich gebe dir, wenn du sagst, erste Position, Seite 1, nimm direkt die 1 ganz oben links für dich. Perfekt. Das war mir am schlechtesten, glaube ich, gegeben. Und weil du mir Seite 1 die 1 gegeben hast, gebe ich dir auch einfach Seite 1 die 1. Habt ihr ein bisschen gedacht, dass du das machst? Und das ist echt eine sehr solide Karte. Es ist eine Maschinenkarte, Hullet Gang, alle Stats über 80, alles drum und dran und nicht mal so teuer. Maschine einfach. Ah, geil, einfach mich selber auseinandergenommen. So, vielleicht waren wir sogar auf derselben Position, nur ich habe ein bisschen früher gesucht als du. Deswegen könnte sein, dass deswegen ein bisschen anders bei uns die Seite aussah. Ich nehme die Position als nächstes und ich wäre ready. Okay, also meine Spieler sehen okay aus. Das sind aber zwei Spieler, die ich gerne spielen würde. Ich würde dir aber diesmal die Seite 3 geben und Spielernummer, warte, ich muss erstmal auf die Seite 3, Nummer 9. Ist nicht dein Ernst, Digga. Ist nicht dein Ernst. Habe ich den zufällig? Nee, den habe ich letztens schon bekommen. Warum kriege ich diese Gurke jedes Mal? Kann doch nicht sein, ey. Das ist wirklich ein Skandal. Ich dachte, der ist gut. Ich chill, ich denke mir so, was will er jetzt sagen? Also, warum kriege ich diese Gurke jedes Mal? Ich gebe dir auf Seite 1 die Nummer. Die Nummer. 9. Du hast mir den Besten gegeben. Was redest du, Digga? Ich schwöre, du hast mir den Besten gegeben. Das Ding ist, die Karte war zweimal auf der Seite. Einmal auf der 6, einmal auf die 9. Und ich zeige die ganze Zeit 6 rein. Hab voll vergessen, dass sie auch auf der 9 ist. Perfekt. Na gut, wir machen weiter. Was kommt diesmal? Vielleicht diesmal ein Millionenspieler. Wäre cool. Ich überlege immer noch, welche Position ich nehmen soll. Okay, komm. Ich ziehe dir ein bisschen hinterher. Okay, Danny, diesmal gehe ich auf die Seite 2 bei dir. Wer ist für dich der GOAT? Wie der GOAT? Also Messi oder CR7? Messi. Okay, deswegen mache ich den 5-Hit-Move und nehme die 7. Ich habe umgekehrte Psychologie gemacht, aber diese umgekehrt, weil auf der 10 war Ronaldo. Ich habe Messi gesagt, damit du mir die 10 gibst, so ich Ronaldo spielen kann. Digga, was laberst du? Aber es hat nicht geklappt, Digga. Bruder, es hat leider nicht funktioniert, Digga. Jetzt kriege ich irgendjemand anderes, einfach schade. Nein. Scheiße, Digga, wie random, dass einfach Ronaldo auf der Seite ist, genau, wo ich das frage. Dann geh du auf Seite 2 auch. Okay. Wer ist für dich der GOAT? War ja oft damit. Messi? Dann nimm die 5. Ja, perfekt, geil. Schön. Okay, er hat mich einfach auseinandergenommen. Okay. Ich gucke jetzt, ey, welchen soll ich spielen? 7 oder 10? Dann sagt er einfach 5, geil. Ja.
Ja, bei dieser Position ist eigentlich relativ egal gewesen, aber trotzdem lustig. So, wir haben jetzt mittlerweile 4 Spieler. Chemietechnisch ist tot. Also tot. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so wenig Chemie. Aber komm, nächste Position. Ich nehme mal diesmal eine bessere Position. Danny, enttäusch mich nicht. Ja, ich bin auch ready. Komm, dann gebe ich dir diesmal die 7. Ey, ist gut. Ist okay, Alter. Also chemietechnisch bringt mich das auf jeden Fall auch weiter. Aber weil du mir die 7 gegeben hast, gebe ich jetzt die 10. Auf 7 war der Beste. Heute 7 und 10 bei First Guy. Den habe ich sogar schon im Verein, weil der hat mal gute Arbeit gemacht und so. Na, wirst schon sehen. Mal looken. So, nächste Position. Komm, du darfst du das sagen. Welche Seite? Okay. Gib mir den Besten. Mach Seite 3 einmal. 1, 2, 3. Ja, Potenzial. Okay, und Spieler 3 auch. Kein Potenzial. Geil, sehr gut. Seite 4. Jetzt musst du ein bisschen mal Seiten wechseln. Boah, was eine Seite, Digga. Ja. Ah, oder so, doch die 3 neben deinen Schwarzen. Okay, 4. Nummer 1. Warte mal, habe ich den nicht auch im Verein? Ja, klar. So, wir haben mittlerweile 6 Spieler. Wir sind ein bisschen über die Hälfte. Bro, liegt deine Chemie? Wie viel Chemie hast du? 14 gerade mal, du? Ja, okay, bei mir. Ich dachte viel schlimmer. Ja, ich habe 13 Chemie. Das heißt eigentlich Kopf an Kopf. Gleich. Genau, komm, ich bin beim nächsten Spieler. Ja. Okay, Seite 1 diesmal auf entspannt und 8. Der bringt, glaube ich, nicht viel Chemie, aber... Ah, wobei doch, der spielt bei einem Team. Das Team habe ich sogar auch schon im Team. Ja, okay, ist doch gut. Super sogar. Super. Bitte gib mir einfach die Icon, bitte. Ich brauche Chemie, ich brauche Icons, bitte. Nur ein Icon auf der Seite, Digga, das ist... Nee, Animation-Link habe ich auch. Digga, besser ging gar nicht im Tor. Aber sogar... Tschüss. Er hat einfach alles passiert. Ich nehme... Ah, da ist niemals die Icon, die ist niemals auf der 9. 9 ist der beste Spieler auf der Seite, aber einfach keine Chemie. Kommt noch, hast noch 4 Chancen. So, nächste Position, bitte, Icon Hero. Ich brauche ehrlich Icon Heroes, es sind viel zu wenige. Danny, let's go. Komm, okay, ich gebe dir die Nummer 4. Die Nummer 4 ist eine Icon, das ist gut, das ist... Ach, ich wollte es gar nicht spoilern, aber ja, scheiß drauf. Aber die Nummer 6 wäre auf jeden Fall, oder 7 wäre besser, aber Nummer 4 ist auch nice. Ich muss nur kurz gucken, wie viel Chemie die bringt. Ich gebe dir die Seite 3 und Spieler Nummer 5. Oh, wann habe ich diese Karte zuletzt gespielt, ey? Die wurde am Anfang voll aufgezockt. Jetzt habe ich die full lange nicht mehr gesehen. Das ist sogar der zweite im Team, genau von der Promo, die schon ein Jahr gefühlt alt ist. Naja. Ich brauche ehrlich einen Banger. Ich habe keinen Spieler außer meinem Captain, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der jetzt eine Muke oder sowas kostet. Die sind alles solide Leute, aber jetzt so nix, was ich man auch, sagt, ich boah, auch heftig, echt. Und trotz der Price Range? Eigentlich, wenn wir schon mit der Price Range aufgenommen, da hat die komplett gegönnt. Crazy. Okay, ja, ich bin auf jeden Fall beim nächsten Spieler. Es könnte was Krasses geben, ne? Je nachdem. Einfach auf entspannt. Seite 1, Spieler Nummer 4. Ja, doch, ist jetzt die teuerste Karte in meinem Team. Also neben Star. Also schon, hast schon gut gehittet. Ah, stark. Dann gönne ich dir die Nummer... Machen wir 6 mal. Warum nicht? Ja! 6? Ey, ich habe sogar 6 in die Kamera gehalten. Lol, nice. Ich wollte dir auch 4 geben, ne? Aber dann hast du 4 gesagt, dann dachte ich, es ist langweilig, wenn ich auch 4 mache. Bro, weißt du, wie du damit die Chemie gepusht hast? Das ist geisteskrank. Ich habe so auf diese 6 gehofft. Ich zeig. Digga, du hast damit rasiert. Nice, den habe ich sogar im Verein. Top, besser geht nicht. Okay, vorhin letzte 2 Positionen. So, deine 130.000 Münzen sind drinnen. Let's go. Junge, hältst schon wieder rein, okay. Ich gebe dir... Warte. Ich glaube nicht, du hältst die 10 rein. Ich gebe dir die 10. Nein, wieso nicht die 4? Oh, ich doch mit 4 langsam, ey. Oh nein. Ja, ist okay. Ich gebe dir auf der Seite 1 die 9. Okay, jetzt krieg ich doch noch krasse, teure Spieler. Also nicht diese Millionen, aber zumindest so 500.000 und so kommt jetzt langsam schon mal. So, letzte Position. Die kann jetzt nochmal richtig viel ausmachen. Okay, ich lass dich einfach mal zuerst suchen. Ich chill noch ein bisschen bei der letzten Position. Danny, ich bin mal gespannt, ob du hast eine krasse Position gelassen oder eine etwas schlechtere. Ich nehme einfach Seite 1. Ich weiß nicht mal, welche Formation du hast, Digga, um ehrlich zu sein. Also gar keine Ahnung. Ich bleib bei dir auch nicht, Seite 1 und Spieler 9. Nein, wobei der ist, glaube ich, auch. Ich habe richtig auf 10 gehofft jetzt einfach, aber egal, der ist auch gut. Den habe ich auch noch nie gezockt. Okay, dann ich gebe dir. Ja, mach einmal Seite 2. Ich hoffe, ich. Ja, komm. Einmal Seite 3. Okay, warte, ich muss kurz reinhalten, welche Karte ich will. Vielleicht bringt jetzt das was. Momentum. Ich schwitze schon wieder, dass ich die nicht nehme. Komm, ich habe gutes Gefühl bei Nummer 2.
Ey, der ist auch top. Ich hab das halt nicht reingehalten, aber der ist auch top. Ey, du hast damit alles rasiert, Bro. Voll wenig Chemie, Mann. Boah, du hast damit alles rasiert, ne? Wie viel Chemie hat der jetzt gebracht? Dieser einzelne Spieler hat 7 Chemiepunkte plus gemacht. Ach so. Ich hatte seit Monat nicht mehr unter 30, jetzt habe ich 26. Das ist voll schlecht. 26 ist Pain. Das, was mir bei diesen SPBs aufgefallen ist, also bei den Buy First Guys, egal was für gute Spieler du hast, wenn die Chemie am Boden ist, die machen voll nichts hier im Spiel. Ohne Sinn. Oh, so Quatsch. Egal. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie funktioniert. Easy, Freunde. Seht die Teams? Ich glaube, wir können ins Spiel gehen. Im Tauschmodus. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, Mann, Stürmer getauscht. Ja, Neymar, ja, Bruder, ja, linker Flügel auch. Ich kann nicht mehr. Zwei von den 4, die ich tauschen wollte, wurden getauscht. Ich mag doch diesen Modus. Ja, ach komm, Alter, ich schwöre, ich spreche es sogar noch an, ne, mit Neymar. Ey, das ist respektlos. Ich hab Neymar und Ronaldinho jetzt, ne? Digga. Ich merke manchmal Dings, ich bin ein bisschen farbenblind, ne? Sobald man mit diesen Leipzig spielt, ne, ich komme gar nicht mehr klar, aber. Ja! Das ist doch meiner sogar! Zählt doppelt! Deiner, Bruder, zählt doppelt! Genau, okay, es fängt gut an, scheiß auf Neymar, Junge, Futre ist da. Graham. Nein. Ja, das ist erstmal diese Karte Spiel. Scheint krass zu sein, ne? Was soll ich sagen? Ja, perfekt, super, geil. Neymar, korrekt, Bro. Ja, ich bin auch farbenblind. Ich wechsle die ganze Zeit auf Schiedsrichter einfach. Ey, das kann nicht wahr sein. Und da ist Ronaldinho und ich mache natürlich alleine, weil dann zählt doppelt und Lineker hat nur einen Fuß, Digga. Ist er links oder rechts? Ich weiß nicht mal. Ey. Junge, dreht ihn noch einen einfach! Alex, ja. Futre! Och! Na. GG. Gurke oder so. Oh. Oh mein Gott. Gott. Diesmal nicht mal ein Tor mit. So, auch mal ein einfaches. Nicht der Lika. Junge! Ach komm, Alter. Was ist denn hier los? Du bist so Müll, Alter. Ja, du weißt ja, ich kann Freistöße. Noch extra mit diesem Neymar Doppeltore machen. Nein. Das hier. Welcher, oder? Futre! Ja, Junge! Komm! Fuck. Figo. Osimhen! Oh mein Gott, bitte! Stark. Oha. Nein. Bitte! Oh, mit einem Schuss, Digga, vom Rückstand auf Führung mit einem Schuss. Oh, Sven, jawohl. So. Jetzt guckst du. Was? Nein. Und. Nein, ich spiele die Pause. Wie lange braucht er denn auf diesen Trick? Wie lange braucht er noch? Oh, der war krank gecancelt. Guck mal, was ich denke. Nein! Ja. Futre! Nein! Oh mein Gott, nein. Nein, oh mein Gott, stark gemacht. Boah, ich hab nur diesen Doppelten verteidigt, aber jetzt habe ich noch eine Chance. Hättest du doppelt gemacht, hätte ich nichts mehr machen können. Jetzt habe ich noch eine Chance. Nein. Renn. Okay, ich brauche einen Doppelten. Five up. Okay, ist sicheres Tor, Bruder, was soll ich dir sagen? Hast Fehler gemacht. Boah, ich hab Angst, dass er reingeht, ne? Einfach Freistoß von mir. Wenn ich den kurz spiele, pfeift er vielleicht ab, Mann. Ich muss ehrlich aufs Tor schießen, mal gucken. Oh mein Gott. Er fällt ehrlich ab. Das war so klar. Ja, Jungs, noch Comic gemacht. GG's. Ronaldinho wird jetzt ganz fatal, ne? Alle anderen Spieler sind jetzt nicht so übertrieben teuer. Aber gut, wir schauen mal, ne, was kommt. Okay. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Welche Formation hast du nochmal? 4-3, die vierte. Und dein Starspieler war Ronaldinho. War er im ZOM? Ja. Okay, also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht stehen lässt. Deswegen nehme ich als erste Position deinen ZOM. Und die zweite Position, was ich mir vorstellen könnte, wo du einen Ronaldinho reinmachen würdest, wäre der linke Flügel. Es ist nicht Ronaldinho. Es ist zum Glück nicht Ronaldinho. Oh. Aber Davis einmal getroffen, 400.000.
Und Cancelo auch noch, kostet auch, weiß nicht, 150 oder so. Also über 500.000 Münzen. Stell mal vor, Dings, stell mal vor, man hat beim Discarden auch getauscht. Bei mir wäre auf einmal noch Neymar und so hier. Das wäre zu viel. Oha, das wäre krass. Ich merke gerade, beide Außenverteidiger waren das ja eigentlich von mir, die jetzt am Ende gesniped wurden. Und der, wie gesagt, also die war, das waren nicht die günstigen leider im Team. Aber was soll man machen? Die kommen auf jeden Fall weg. GG. Zack, geil, Freunde. Die, ja, sind weg. Perfekt. Freunde, ich hoffe, das SSV hat euch Bock gemacht. Wenn ihr mehr von der Kombination wollt, lasst ein Abo da. Kommentiert gerne. Wir haben auch eine Folge bei Danny gedreht. Checkt ihr auch ab. Ich übergebe die letzten Worte an Danny. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video und abonniert. Ja, Mann, war fresh. Haut rein. Bis dann. Mach's gut. Ciao.